Juhu, Raketen und liebe alle anderen, die sich für das Thema Hochzeit interessieren. Eine liebe Zuschauerin hat mich gebeten, ein Video über unsere Hochzeit zu machen, beziehungsweise unser Hochzeitswochenende, was unser Motto war, wann wir geheiratet haben, von wem mein Kleid war, ob wir eine Hochzeitstorte hatten, was wir empfehlen würden und so weiter und so fort. Diese Antworten gibt's in diesem Video. Wann habt ihr geheiratet? Christian und ich haben im Februar 2015 geheiratet und da werden wahrscheinlich ganz viele von euch denken, so was, im Winter? Das hatte auch ein paar Gründe. Zum einen haben Christian und ich unseren Kennenlerntag im Februar, also Valentinstag ist auch unser Jahrestag sozusagen. Und wir wollten eigentlich auch am Valentinstag heiraten. Leider hatte das Standesamt dort keine freien Termine mehr. Und es kam noch hinzu, dass meine beste Freundin Tina da auch schon schwanger war. Und wir gesagt haben, das ist gerade noch so der Moment, wo sie reisen kann und nicht mit einem riesigen Bauch zu Hause liegt. Und das waren, glaube ich, so mit die zwei Hauptgründe, weswegen wir uns dann auch für eine Winterhochzeit entschieden haben. Wo habt ihr geheiratet? Wir haben uns ganz lange Gedanken darüber gemacht, wo wir heiraten wollen, welche Orte für uns da in Frage kommen. Da waren dann auch so ganz exotische Sachen dabei, wie in Thailand am Strand, weil wir ja so gerne in Thailand auch immer Urlaub machen. Oder in Christians Heimat oder dann natürlich auch am Bodensee. Also es waren viele verschiedene Orte, die da eben in Frage kamen. Und letztendlich, nachdem ich mir sämtliche Locations auch angeguckt hatte, haben wir uns dann für das Schloss in Tettnang entschieden, weil Tettnang ja meine Geburtsstadt ist am Bodensee und wir gesagt haben, Mensch, da ist irgendwie der familiäre Bezug sehr groß, da habe ich auch irgendwie so einen Heimatbezug und ich fand das eben total schön, dass ich eben dort heiraten kann, wo ich auch zur Welt gekommen bin. Hattet ihr ein Motto? Für Christian und mich war es wichtig, dass unsere Hochzeit bzw. das Hochzeitswochenende für alle eine total entspannte Erfahrung wird. Also wir wollten nicht diese Riesenhochzeit mit 200 Gästen und irgendwie Stuhlhussen und Luftballons und Candybar und was weiß ich. Also da gibt es ja 50.000 Dinge, die man machen kann für eine Hochzeit und die ich auch wunderschön finde, wenn ich eben auf anderen Hochzeiten bin und sehe, boah, da ist ja wirklich total liebevoll alles bis ins kleinste Detail durchorganisiert. Wir wollten halt nicht so ein riesiges, wir wollten nicht so ein Event draus machen. Wir wollten, dass es so ganz klein und ganz familiär wird. Und darum hatten wir 20 Gäste eingeladen oder knapp über 20. Also wirklich nur die engste Familien- und Freundeskreisnummer. Und das war halt für uns super schön zu wissen, dass wir eben, ja, das eben in einem ganz kleinen, intimen, mega persönlichen Kreis feiern können. Und deshalb war meine Idee dann auch, hey, lass uns doch einfach so ein Wellness-Wochenende machen. Wenn wir sowieso so eine überschaubare Gästeanzahl haben, dann kann man sich ja auch ein schönes Hotel aussuchen, was irgendwie einen schönen Spa-Bereich hat und kann den ganzen Tag oder das ganze Wochenende halt wirklich so unter diesen Wellness-Gedanken stellen. Und wir heiraten da eben dabei noch und es gibt auch lecker Kaffeekuchen und es gibt auch ein tolles Abendessen, aber es soll halt für alle total entspannt sein. Von welchem Designer war dein Hochzeitskleid? Mein Hochzeitskleid hat Marcel von Berlin entworfen und ich bin ihm auch heute noch mega dankbar, dass er mir so ein schönes Kleid gemacht hat. Ich war da auch mit Tina, das war glaube ich auch zu unserem Junggesellenabschied, waren wir auch dort bei Marcel und ich hatte eben verschiedene Schnitte angesehen, verschiedene Stoffe und wir haben da sehr lange darüber gesprochen, wie ich mir eben auch so mein Hochzeitskleid vorstelle und ich hatte da eben ein sehr genaues Bild in meinem Kopf und das ist echt so, das war mir total wichtig. Also die Hochzeit war klein und eben nicht mit so viel Shishi und was man da eben alles machen kann, aber ich habe immer gesagt, so mein Hochzeitskleid, das muss dieses Traumkleid sein. Wie lief euer Hochzeitstag genau ab? Uns war es eben wichtig, dadurch, dass wir ja so ein kleiner Kreis waren, dass sich alle aber am Abend vorher einmal kennenlernen, also dass man sich nicht irgendwie erst samstags im Standesamt trifft, sondern dass es eben wirklich so ist, dass alle sich am Abend davor schon mal treffen und quatschen können und das war echt so ein schönes Zusammenkommen von unseren engsten Freunden und Familienmitgliedern. Dann habe ich natürlich die Nacht über super schlecht
durchgeschlafen vor lauter Aufregung. War deshalb auch ganz froh, dass die liebe Andrea da war. Andrea ist ja eine Maske, die ich noch von ProSieben kenne, also Make-up-Artist. Und die hat mich ja auch mit in die Südsee begleitet. Andrea hat auch den Heiratsantrag mitbekommen, den ich in der Südsee eben von Christian bekommen habe. Und das war eben sehr schön, weil sie eben so, ja, so mit uns eben auch immer so mitgefiebert hat und sich gefreut hat. Und ich habe mich so gefreut, dass Andrea an dem Tag eben Zeit hatte und gesagt hat so, ey, ich komme auf jeden Fall und ich mache dich schön. Und ja, sie hatte mich dann da eben geschminkt und die Haare gemacht und danach habe ich mein Kleid angezogen. Und dann hat ein weiterer bester Freund, also ich habe ja ein paar beste Freunde, hat mich dann mit einer schönen Limousine abgeholt. Und dann bin ich eben mit Tina, meiner Trauzeugin, und Andrea und ihm dann eben nach Tettnang gefahren zum Schloss Montfort oder Montfort Schloss. Dort in dem, ich glaube Bacchus-Saal heißt der. Also die haben dort einen wunderschönen Saal und dort haben wir dann eben standesamtlich geheiratet. Und auch wenn ich mir die Fotos heute noch angucke, denke ich auch so, boah, das war so schön. Also es hat irgendwie alles so wunderschön zusammengepasst. Und mein Bruder hat dann eben auch noch Geige gespielt. Das war auch alles sehr emotional. Also ich bin dann auch in diesen Saal reingekommen und mit dem ersten Schritt sind mir dann auch schon in die Tränen gekommen. Also es war ein sehr emotionaler, wunderschöner Moment. Und ich bin so froh, dass wir das eben so in diesem Rahmen gemacht haben, weil es zu uns einfach 100% gepasst hat. Danach gab es dort eben noch Fingerfood. Wir haben auch einen Fotografen vor Ort gehabt, der hat auch während der Trauung und auch danach ganz viele Fotos von uns gemacht. Und dann gab es eben noch so diese klassischen Familienbilder, Gruppenbilder, Pärchenbilder, also was man da denn eben alles noch so macht. Und dann sind wir eben alle wieder zurück in unser Hotel gefahren und dort gab es dann auch schon Kaffee und Kuchen. Also wir hatten da alles vorbereiten lassen, dass diejenigen, die dann eben schon Bock haben auf Kaffee, Kuchen, dass die auch versorgt sind, haben aber auch gesagt, ey Leute, der Nachmittag steht jetzt zur freien Verfügung. Also wer in die Sauna möchte, Wellness-Anwendungen machen möchte, spazieren gehen möchte am Bodensee, kann alles machen. Es war eben alles total ungezwungen. Ich meine, das Einzige, was ich nicht so bedacht hatte, so von wegen, ich war ja auch noch mit meinen Haaren und Make-up und allem. Also ich wollte da jetzt eben nicht so komplett untertauchen, weil ich ja wusste, okay, wir haben ja noch das Abendessen. Und die Andrea war zu dem Zeitpunkt leider nicht mehr da. Die musste auch schon wieder früher nach München fahren. Deshalb dachte ich mir so, okay, das war vielleicht der einzige Punkt, wo ich nicht mitgedacht habe. Aber war für mich dann auch nicht schlimm. Wir hatten dann eben das große Dinner für den Abend geplant. Also wir hatten da so ein, ich glaube, es war ein 5-Gänge-Menü oder 6-Gänge-Menü. Was wir dann mit unseren Gästen gemeinsam zelebriert haben. Und das war halt auch ganz toll. Also da haben sich alle eben nochmal schick gemacht. Und ich habe auch mein Hochzeitskleid nochmal angezogen. Und wir hatten da eben so unseren eigenen Raum in dem Restaurant. Und es war halt genau so, wie ich es haben wollte. So, meine beste Freundin hat eine Rede gehalten. Mein Papa hat auch eine Rede gehalten. Es war sehr emotional. Es war wunderschön. Das Dinner ging ungefähr so bis Mitternacht. Und danach hatten sich dann eben auch immer wieder so kleine Grüppchen gebildet. So, jeder hat mit jedem mal gesprochen. Wir haben dann den Abend einfach so mit unseren Gästen ganz entspannt bei Cocktails und guter Musik ausklingen lassen. Hattet ihr eine Hochzeitstorte? Wir hatten keine Hochzeitstorte, weil mir das persönlich jetzt nicht so wichtig war. Also wir hatten das jetzt auch nicht so als Programmpunkt, so gemeinsam Hochzeitstorte anschneiden. War mir nicht wichtig. Es ist ja auch mal so, dass diese Hochzeitstorten so mega cremig und marzipanig und so sind, dass ich mir auch dachte, gut, das wird auch keiner essen. Und da wir jetzt eben nicht so diese vielen Gäste hatten, war für uns dann klar, nee, wir wollen lieber so gute schwäbische Kuchen haben, die dann auch jeder essen mag, und hatten da eben eine große Auswahl, aber halt nicht so diese klassische Hochzeitstorte, wo man so diesen gemeinsamen Anschnitt dann macht. Was würdest du einer Freundin für ihre Hochzeit empfehlen? Ich glaube, der wichtigste Tipp, den man einer Braut mitgeben kann, ist, bleib einfach bei dir und deinen Wünschen. So, lass dir da nichts von außen einreden. Versuch einfach, diesen Tag oder auch das Wochenende, die Feier so zu gestalten, dass du hinterher das Gefühl hast, egal was an diesem Tag passiert, das war einfach der perfekte Tag. Ich sehe das ja auch immer wieder, dass Freundinnen sich teilweise so in den Details auch verrennen oder dass sie sich einen wahnsinnigen Stress machen von wegen,
Luftballons und Einladungskarten und Stuhlhussen und Torte und Deko und es muss alles so und so und so sein, weil wenn es nicht so und so und so ist, wird es nicht der perfekte Tag. Und ich sag halt immer, der perfekte Tag ist dann perfekt, wenn es eben aus dir selbst kommt. Wenn du sagst, das ist für dich und deinen Partner einfach der schönste Tag und ihr freut euch darauf, das gemeinsam mit euren Familien und Freunden zu feiern. Und ich glaube, da ist es dann auch egal, ob die eine Stuhlhusse vielleicht nicht geliefert wird oder ob, weil ich meine, ich denke, Pannen gibt es immer an solchen Tagen. Also bestimmt gibt es auch die perfekten Hochzeiten, aber am Ende sind es, glaube ich, dann auch die Momente, die halt nicht perfekt waren, an die man sich dann auch gerne zurückerinnert und die dann diese Hochzeit auch so individuell und so eigen machen. Und ich finde auch immer, Hochzeiten sind keine Geldsache. Also man kann auch mit ganz wenig Budget, kann man wunderschöne Hochzeiten feiern. Also hat es für mich auch gar nichts damit zu tun, so wie teuer das Kleid ist oder wie viele Gäste man einladen kann. Ich würde einer Freundin sagen, so sie soll wirklich überlegen, so was sind denn so die wichtigsten Punkte, so worauf kannst du überhaupt nicht verzichten. So bei mir war es zum Beispiel das Hochzeitskleid, wo ich gesagt habe, das muss einfach megamäßig sein. So für mich war die Location sehr wichtig, so dass eben so dieses Gefühl von, wir geben uns das Ja-Wort in einem wunderschönen Raum, das war für mich eben auch sehr wichtig. Oder dann auch das Dinner am Abend, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass es ein ganz tolles, feines, hochwertiges Essen ist. Das möchte ich eben so dann gemeinsam mit unseren Freunden genießen und mit unserer Familie. Also hatte ich da eben auch so ein paar Punkte, wo ich gesagt habe, da kann ich überhaupt nicht drauf verzichten. Und ich glaube, das würde ich auch immer einer Freundin sagen. Ich würde immer fragen, so, was glaubst du, worauf kannst du und dein Verlobter, worauf könnt ihr überhaupt nicht verzichten? Da würde ich dann auch wirklich so Prioritäten setzen. Da würde ich mir auch gar nicht so von anderen reinquatschen lassen. Also das war auch echt etwas, was Tina mir auch ganz oft gesagt hat und was ich wirklich beherzigt habe. Ich habe mir davon keinem reinquatschen lassen. Ich bin da wirklich so meiner Linie treu geblieben und ich glaube, dadurch ist es jetzt halt auch im Nachhinein für Christian und für mich einfach der perfekte Tag gewesen. Ja, jetzt habe ich euch von unserer Hochzeit erzählt. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie eure Hochzeit war oder wie ihr euch eure Hochzeit vorstellt oder wo eure Prioritäten liegen. Also das ist sowieso eine Sache, das ist so individuell und ich glaube, jeder entscheidet da eben für sich selbst, was perfekt ist. Und ich würde mich da sehr freuen, wenn ich eure Geschichten in den Kommentaren lesen könnte und hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ich freue mich auch, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dann, die Raketen und liebe alle anderen. Tschüss. Leute, ich war so inspiriert von meinem eigenen Hochzeitsvideo, dass ich jetzt nochmal ins Kleiderzimmer gegangen bin und guck mal, ich habe es mal rausgeholt und jetzt auch nochmal angeschaut und oh, nach wie vor finde ich es einfach wunderschön. Ich weiß gar nicht, ob man das in den anderen Videos so sieht, aber das ist eigentlich ein goldfarbenes Hochzeitskleid und ich fand das so mega mit dieser Spitze. Also ihr seht, das ist ja alles hier spitze, hier oben hat man eben auch die Haut durchgesehen und so. Also wunderschön. Oh, nach wie vor bin ich total verliebt in mein Kleid. Viele heiraten ja eben klassisch so in weiß oder cremefarben. Finde ich auch super schön, aber als ich eben das hier gesehen hatte, war für mich klar, okay, das ist einfach mega. Es passt auch so zur Location und das war für mich dann doch irgendwie so eine kleine Prinzessin im Moment. So, habt ihr das hier auch nochmal gesehen? Jetzt aber.